Schön, dass du da bist. Ein herzliches Willkommen nach Mexiko. Wir werden über die 12 Lichtkörper sprechen, wie Pascal und ich schon besprochen haben. Ich freue mich riesig drauf und wie wir uns durch all diese Lichtkörper richtig erden. Also sehr spannend, sehr essentiell. Und das Geniale ist, was wir gerade eben im Vorgespräch rausgefunden haben. Ich habe vor 2 Tagen das Buch hier in die Hand genommen und eben hält mir der Pascal das in die Kamera und sagt, kennst du mein Buch? Ich wusste gar nicht, dass du das geschrieben hast. Ja. Das ist eben die Latisse, das ist das kosmische Netz, das uns verbindet, auch wenn wir oft noch nicht so ganz bewusst sind, was da alles abgeht. Das ist wie ein multidimensionales Internet hinter den Dingen, in den Dingen, überall. Ja. Wunderbar. Also ich weiß schon echt ein paar Jahre her, wo ich das Buch gelesen habe und es ist sehr interessant gewesen und umso mehr freue ich mich jetzt. Ich war eh schon in großer Vorfreude auf die 12 Lichtkörper und jetzt ja, verknüpft sich das noch so wundervoll. Also wie schön kann der Kosmos wirken? Und dann sind wir wieder diese leuchtenden Lichtwesen, die wir vor Tausenden von Jahren waren. Das ist einfach nicht die Geschichte, die man uns erzählt in der Schule. Ja, das ist fast die Aussage in jedem Interview. Also genau, da sind wir, glaube ich, hier in guter Gesellschaft, alle miteinander. Und du hast es jetzt schon richtig angesprochen, die 12 Lichtkörper. Klär mich doch mal auf oder uns. 12 Lichtkörper. Es gibt nicht einfach, ich bin jetzt in 5D, das ist mega Quatsch. Sondern es ist alles gleichzeitig da, ja. Wo beginnen wir denn? Machen wir so eine kleine Reise, ja, durch diese Körper hindurch. Ist das gut? Super gerne. Von unten nach oben. Je mehr dein Herz geöffnet ist, je weiter dieser Herzkörper offen ist, desto mehr bist du ein Herzmensch. Und das wird ja heute auch von der Neurokardiologie gemessen. Das können wir die Hochzeit nennen von Wissenschaft und Spiritualität oder altem Schamanenwissen oder einfach altem Wissen der Tempel, der Lichtschulen und so weiter. Ein Schlüsselpunkt des Maya-Wissens ist, dass wenn du im Herzen bist, dann erst beginnt die Aktivation der nicht irdischen Ebenen. Ja. Von da gibt es wie ein Switch, boom, und dann geht dein multidimensionales Wesen auf. Du hast den Mut, alles anders zu machen, neu zu machen. Du bist Teil eines galaktisch-kosmischen Orchesters. Du bist ein Instrument als Teil von göttlichen Instrumenten, die spielen als Menschheit. Danke dir, hör mal. Das war jetzt wirklich schön, ja. Ich weiß nicht, wie es den anderen, die zusehen, geht in dem Moment. Darf ich was sagen? Ja, ich habe so viel gesagt. Du auch? Genau, ich brauche noch meine 10.000 Wörter jetzt. Nein. Aber es ist sehr intensiv in meiner Wahrnehmung gewesen und wirklich ganz interessante Bewegungen, die auch spürbar wurden. Also so das Gefühl, als würde der Kosmos durch und mit mir tanzen wollen. So die Einladung fühlte ich in mir. Hast du auch gemerkt, wie jede Ebene, es ist wirklich eine neue Welt. Wie ganz andere Dinge passieren, andere Dichten, Farben, Formen. Und wie gesagt, das haben wir alles drin. Oder deine Bewusstseinsebene ist auch eine Art, wie du das anschauen kannst. Und in diesem Sinn ist das, was wir jetzt gemacht haben,
die höchste Heilung für mich, weil Heilung ist Erinnern, dass wir eigentlich ein Lichtwesen sind hier auf Erden. Und das dreht dann und dann kommen die langsam runter. Und ich finde das ein schönes Symbol, dass wir nochmal erinnern, vielleicht ist dieser Mann da oben der Atma-Mann oder der Meister und von oben, vom Himmel, kommen die hohen Energien nach unten. Also es ist nicht nur ein Aufstieg, den wir hier gehen als Menschheit, sondern auch ein Abstieg gleichzeitig. Ja, das, was für dich auch so wichtig ist, Jennifer, ja, dass wir das alles hier leben und geerdet sind. Thema der letzten Jahre, dann sind wir auch geschützt vor vielen Umwelteinflüssen. Das vertiefen wir alles. Es war vielleicht ein bisschen viel, aber wir vertiefen das dann alles, wenn wir dann können, mal in einem Workshop zusammen und so. Da gibt es viel, viel, viel zu entdecken. Ja. Da passiert so viel mit deinem Körper, ja. Du bist, lassen wir das los mit diesem Angst vom Elektrosmog und natürlich sind die Gifte, die da runterkommen, nicht so der Hit, aber wir sind so viel stärker mit unserem Licht. Ja. Pascal, also ich bin wirklich begeistert. Ich bin gespannt, was sich wirklich integriert in uns. Und danke dir, Jennifer, für alles, was du tust und die Menschen so zusammenzubringen. Das ist so wichtig, auf dass wir alle aufwachen, Schrittchen für Schrittchen. Ja, macht einfach was, tut was. Ich habe es mal vorher ein bisschen erwähnt. Nicht reden, nicht nachmachen. Mach deins und mach's wirklich. Ja. Viele reden darüber. Wenn du deinen Weg der Bestimmung wirklich gehen willst, dann musst du auch gewisse Dinge zurücklassen.